Hallo und herzlich willkommen hier wieder von der Köln-Messe. Ben und Paper unterwegs. Ich habe mal wieder Messepresse eingepackt und nach dem Motto, gemeinsam ist mal weniger allein, schnappe ich mir jetzt jemanden aus dem Publikum. Ja, was bist du denn? So, das hier, das ist, wer bist du? Julian. Das ist der Julian. Wo kommst du denn her? Ich komme aus der Nähe von Bremen. Ah, und der macht jetzt mit mir einen kleinen Rundgang, das heißt, er hält die Kamera, ich laber rein und... das machst du. Ja. Dafür hat er nämlich nicht viel Geld ausgegeben für diese Karte. Es wird ein schöner Tag mit dem Julian, ne? Julian, ich will hier weg. Ja. Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt und erfolgreichen Tag. Das gehört, wir haben jetzt einen schönen Aufenthalt und einen erfolgreichen Tag. Und wir schauen mal. Schon von uns. Ja, wir gehen jetzt nach Hause. Tageskarte wird ja auch überschätzt. Vielleicht noch was zu essen und dann heim. Bälleparadies. Ja, ja, so war das damals auf der gestern auf der RPC. Ja, warum bin ich jetzt im Narrator-Mode? Ich möchte hier zwischendurch immer mal wieder Sachen einbinden, zu denen ich zum Beispiel keine Zeit hatte und vor allen Dingen auch Danke sagen. Zunächst einmal Danke an die Gilde der Fantasy-Rollenspieler, die nicht nur wie jedes Jahr Leuten wie mir ermöglichen, eine PMP-Runde zu schmeißen, sondern diese auch überhaupt auf die RPC lassen. Vielen Dank für die zwei Freikarten und ihr habt schon gesehen, wer die zweite bekommen hat. Gruß also an Julian, hier nochmal gesagt, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gemeinsam ist man einfach weniger allein auf so einer Con. Und ja, ich fand's prima. Was haben wir gemacht? Wir sind erstmal einfach nur rumgelaufen. Der Julian war noch nie auf der RPC, also habe ich ihn mal auch mit nach draußen geführt. Das Wetter war ja schön. Wenn der frühe Morgentau den Boden küsst und der Kiebitz frech durchs Gebüsch hüpft und sein Lied singt, Tirili Tirili. Oh, zu sein, wer hat es wen? Genau dieses Lied. Dann erwacht der Mittelaltermarkt und er erwacht aus einem tiefen, tiefen Schlaf und weiß noch nicht, dass eine Horde Nerds gleich über ihn hereinbrechen wird, wie die Barbaren dazumals. Wir genießen die Sonne, die Gerüche. Ist hier Klo? Und die Faszinitäten dieses kleinen Mittelaltermarktes. Und die Greifvögel. Oh. Die Greifvögel auch. Willst du die Eule essen? Willst du die Eule streicheln? Nein. Nein. Ich hab Angst. Ja, zu Recht. Ja, was steht heute an? Wir spielen nachher eine Runde, das heißt, ich leite mal wieder und der Julian spielt mit. Ja. Warum eigentlich? Weil ich Lust hatte, mit dir zu spielen und so. Jetzt endlich die Gelegenheit bekommen habe. Ach so. Und das Schöne ist, jetzt kann ich sogar dann auch mal ein neues Format kennen. Das auch noch? Ja. Bis dato kenne ich ja nur DSA. Und so lange stelle ich den kleinen Julian hier beim Jugger ab. Das ist nämlich sein Bälleparadies. Gibt es da nicht auch so einen Prügelknaben? Ich bin heute nur der Tisch. Der Ball. Okay. Der Hundeschädel bist du. Ach,
typischer Kontourist. Hallo, kann ich ein Foto von Ihrem Laden machen? Ich stelle mich jetzt mal hier auf und mache ein Foto vom Laden. Klick. So, und jetzt ist der Ben hier mal am Stamm. Muss ich nur noch wissen, wie man hier zoomt. Mal schön hier drauf filmen. Alle und hier haben wir die Zeichner, jedenfalls die, die es tatsächlich können und nicht so wie ich, der irgendwie was hinwurschtet. Und da drüben haben wir noch mehr Zeichner und wir sind verfolgt von einem riesigen Lamm. Das ist ja halbwegs süß, anders heißt beängstigend. Und es schaut dich immer noch an. Also das, das ist ein Java. Ach so. Ja. Also das, das ist ein Java. Java. Ja, und die machen immer Puccini. Ja. So, hier sind wir jetzt so ein bisschen in der Richtung, man sieht es hier schon, Federn Schwert, also hier sind die ganzen Verlage. Hier wird verlegt. Und kein Parkett. Oha. Und jetzt müssten wir in den Tabletop-Bereich kommen. Ja, das ist der Tabletop-Bereich. Merkt man, dass alles auf den Tischen ist. Ich übersetze nur für die Zuschauer, die es vielleicht nicht wissen. Gleich kommen wir in den Outdoor-Bereich. Das merkt man daran, dass das... Und Peitsche. Genü. Der possierliche Schnäppchenjäger sucht sich seine Beute genau aus. Er weiß es noch nicht. Er riecht an der Beute, aber sie ist es nicht. Er sucht Schuhe, er greift daneben. Es sind hier überhaupt keine Schuhe da. Der possierliche Schnäppchenjäger nimmt einen Gürtel und denkt sich, Geschmack okay, Farbe nicht so gut. Der possierliche Schnäppchenjäger sieht auf die Preise und... Ja, weg. Gib nicht auf, kleiner Schnäppchenjäger. Gib nicht auf, du kriegst, was du suchst. Gib nicht auf, kleiner Schnäppchenjäger. Steh im Bild, Junge in Rüstung, steh im Bild. Immer wenn du denkst. Wieso ist da Alf im DeLorean? Weil der eine Nike-Weste anhat. Ah, weißt du, wo ja, die waren? Stimmt, dann ist er. Ja. Aber wenn das da hinten Marty ist, dann müsste da auch der Doc sein. Dann ist der Doc Alf? Dein Einsatz, John Williams. Ja, sehr schön. Also, wir haben das Ecto, wir haben den DeLorean und ich wette, wir finden ja noch Kit. Dann zählt man die Zeit. So. Für alle, die das nicht wissen, was das ist, das ist ein Zylone. Ja, ist richtig. Oh, Entschuldigung. Kennst du ihn? Nein. Turbo Boost. Ich glaube, Kit ist kaputt. Eine Nintendo-Controller. Siehst du das? Den kannst du noch steuern mit dem Das Geheimnis von Michael Knight. Er war einfach ein verdammt guter Zocker. Oh, die. Auf neu. Ja. Da sind sie. Die, aus welchem Spiel? Los. Resident Evil. Das ist richtig. Geil. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich habe es nur gesehen, weil ich das Modell gesehen habe. Ach, die Jill Valentine. Ja. Siehst du mal? Nein, ich meine das Automodell. Ach so, das. heißt aber auch Jill Valentine. Ja. Das ist ja fantastisch. Tatsächlich. Der dunkle Lord. Oh, oh. Wie verbeugt man sich vor dem dunklen Lord? Weiß nicht, aber wer von vor wem beiden verbeugt sich? Das ist ja auch der ältere dunkle Lord, ist auch da. Ist rechts vor links. Fährt der dunkle Lord fort, fährt er meist im fort und gibt seine Misses auch mal ein vergisstes Hans Erhard, meine Damen und Herren. So. Und da gibt es Brettspiele. Wenn sie nur die Spiele haben, wir haben die Bretter. Wenn sie die Bretter haben, wir haben die Spiele. Fantastisch. Ach, ist das schön.
müssen wir einfach davon gelaufen. Schon wieder John Williams. Ja, Mensch. Ja, John Williams ist ein Mann. Ich will mal sagen. Ja. Ja, bist du ein Braver? Zähme ihn. Ja, bist du ein Braver? Ja. Bist du? Ja, ja, ja. Oh Gott. Nach diesem kleinen Rundgang sind uns natürlich auch die einen oder anderen Cosplayer und Cosplayerinnen oder Leute in fantastischen Gewandungen entgegengekommen. Leider sehr viele und ich habe die Kamera nicht immer angemacht. Ab und zu hat der Julian drauf gehalten. Dementsprechend ist das Cosplay-Reel auch etwas kleiner und das ist an sich überhaupt die ganze Krux an dem Ausflug. Es ist so viel zu tun und so wenig Zeit. Dann auch gut genutzt, zum Beispiel 3 Stunden Pen and Paper, war eine tolle kleine Runde. Vielen Dank an die 4 plus Julian Mitspieler, die daran Spaß hatten. Mir hat es auch Spaß gemacht und ja, war ein schönes Con-exklusives Abenteuer, das vielleicht auch irgendwann mal hier seine Premiere feiert, wenn ich es noch ein bisschen verändert habe an der einen oder anderen Stelle. Boah, Gilde der Fantasy-Rollenspieler, da sind unsere Spielplätze, da müssen wir hin, da müssen wir uns anmelden. Film mich mal, wenn ich mich anmelde. Ja, auf Rekord. Ja. Das ist so ein aufregender. Anmeldung? Wenn du eines Teil wenn du nichts nimmst, was willst du machen? Hier sehen Sie einen männlichen erwachsenen Mann auf der Suche nach seinem Anmeldungsblatt. Jetzt hat er einen gefunden, jetzt muss er sich eintragen. Er überlegt noch, er schaut, welches Blatt wird ihm wohl am besten gefallen. Wo schreibt er seinen Namen drauf? Ja, das hat er sich ausgesucht.
ist das doch seine endgültige Entscheidung oder wird er sich nochmal umentscheiden? Man weiß es nicht. Noch ist alles unschlüssig. Schaut in die Ferne. Der Blick schweift ab. Er hat vergessen, was wollte ich hier? Wollte ich wirklich unterschreiben? Ja, er hat seine Anmeldung erhalten. Ist das nun das Finale? Bin ich am richtigen Stand? Scheint wohl so. Gehen Sie nach hinten. Vielen Dank. Bitte Menschen, die auf eine Liste schauen. Jetzt habe ich überhaupt keinen Clou. Die haben da Kleber. Ich mir Kleber mitnehmen sollen? Wird der Ben Kleber finden? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Schaut auch dann wieder rein, wenn es heißt Ben und sein Papier. Danke. Danke dafür. Das will keiner sehen. Das will man alle sehen. Alleine. Schau sie dir an. Die Mengen. Die freuen sie sich. Okay, bis 12.30 Uhr. Okay, und jetzt gehen wir woanders hin. Mir nach. Auf, auf. So, es ist jetzt 12 Uhr und meine Kuppel ist sogar schon am Tisch. Dementsprechend wollen wir jetzt noch schnell ein bisschen was vorbereiten. Aber semi-live ziehe ich natürlich auch noch für euch den oder die Gewinnerin des Charakterporträts. Und dieses Charakterporträt sinngemäß liegt schon seit, wie lange kennen wir uns? Ein Jahr. Mindestens seit 4 Jahren bei mir rum. Dramatisierung, immer ein bisschen dauernd. Und deshalb übergebe ich jetzt diesen Charakter endlich dem Julian. Ich freue mich. Komm, nee, das will ich auch keiner hören. Julian, ich brauche dich gleich als Glücksfee, das heißt, ich bin nicht schuld, wenn euer Name nicht gezogen wird. Ich habe alle Namen, die drunter geschrieben haben, hier rein. Der Julian schaut nicht und ich zeichne euch in Farbe, in Aquarell, schöner als das, den Charakter. Zieh. Oh, da. Ja. Achso, ziehen, das sollte man vielleicht nicht mischwerfen. So. Ich habe. Du hast. Ich darf nicht mehr lesen. Oh, Entschuldigung. Glücksfee, aber mit Feenstimme. Der Gewinner ist Kadett Klinge und Reinald Schwarzensee. Denn du hast eine Sauklaue. Das ist dein Todesritter. Charakter. Ich habe eine Sauklaue. Genau. Also, Kadett Klinge, ich zeichne dir deinen Todesritter Reinald Schwarzen. Wasser. Sauklaue. Und weil ich über die Feiertage unglaublich viel Zeit habe und eigentlich nur Abi-Prüfung abnehmen muss. Oh ja. So. Gibt es den zweiten Gewinner? Der zweite Gewinner ist China Tiger. Oh nein, nicht China Tiger. Ich meine, hey China, du hast mit so Kikta Kaya, einem Katzenwesen. Happy Birthday. Happy Birthday. China, ich zeichne dir einen Katzencharakter, wie du ihn willst. Glück gehabt. Und alle guten Dinge sind drei. Drei. Ich komme nie im Leben nach mit dem Zeichnen. Und so. Gewonnen hat 1-1. 1-1 mit Trion aus Praios. Oh. Ein Praios-Geweihter. Man muss den DSA-Spieler kurz erklären. 1-1. Ich zeichne deinen Turion, ein Praios-Geweihter. Also, drei Charakter zeichne ich. Die anderen, vielen Dank fürs Mitmachen. Ich bin sogar auf Bild. Cut. Hier also zu der Live-Ziehung. Die Glücksfee hat drei Namen. Ich sage nochmal Kadett Klinge, China Tiger und 1-1. Herzlichen Glückwunsch. Eure drei Vorschläge werde ich auf jeden Fall auf Papier bannen. Und wie ich schon gesagt habe, da waren noch so viele andere interessante Charaktere dabei, die ich vielleicht trotzdem irgendwann mal irgendwo zeichne. Kann jetzt noch nichts versprechen, aber so ein paar Charakterbeschreibungen haben auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Die drei Gewinner jedenfalls können sich über ein Charakterporträt freuen, was ich hoffentlich, ich denke mal im Juni oder sowas angehen kann. Gebt mir da ein bisschen Zeit, aber ihr kriegt auf jeden Fall euren Charakter gezeichnet. Julian! Ja? Du hast jetzt gerade mit diesem Ben gespielt. Ja. Zum ersten Mal. Ja. Habe ich kennengelernt. Rollbewerbung. Ich muss ja dann so machen. Wie war es denn für dich? Für mich war es wunderbar. Also es war ein tolles Erlebnis, wundervolle Erfahrung, kann ich jedem empfehlen. Und schaut auf jeden Fall auf seinem Kanal.
einmal. Danke sehr. Das kann ich gut. Vielen Dank. Was machen wir jetzt noch, Jules? Wir gehen jetzt nochmal den Tommy Krapfweis suchen, ihm dein Buch auf den Tresen knallen und sagen, mach ein Autogramm. Ja, und dann soll er mit uns Rollenspiel spielen, ne? Und dann soll er mit uns Rollenspiel spielen. Weil das macht Spaß, also auf jeden Fall. Plan. Das sagen sie alle. Gut, dann machen wir das jetzt. Alles klar. Lang genug gesessen. Alles klar. Gut. Alles klar. Ich wünsche euch alles Beste. Bis gleich. Das war eine Abmord. Wir sind noch nicht fertig. Ach so. Ach so. Deswegen habe ich bis gleich gesagt. Ach so, gut. Ja, bis gleich. Ja. Und dann war da noch das Thema Tommy. Schau mal hier. Germane. Warum dort der BH? Du kannst bestimmt entschlüsseln, wer das ist und was der Scheiß alles soll. Ich nehme an, es ist Arminius. Ich nehme mal kurz einmal die Römer besiegt, weil da drüben auf der linken Seite ein lauter römisches Gerümpel zu finden ist, was die im Wald eingefangen haben. Das ist übrigens, der Tommy Krapfweis. Aber der Krapfweis noch nicht, dass ich ihn auch dieses Jahr wieder überfallen werde mit der Frage. Aber für alle, die es vielleicht nicht wissen, 9 nach Christus hat ein Germanenfürst bei den Römern aufgewachsen ist. Arminius, es ist schon 9 nach Christus. Es ist 9 nach Christus. Die Messe ist vorbei. Dann 9 nach Christus. Geschlagen. Ich sehe ihn noch später. Krapfweis. Ich mache es mir ja zur Aufgabe, ihn jedes Jahr zu fragen, ob er nicht mal Lust hätte, an einer dieser Pen-and-Paper-Runden mitzumachen. Vielleicht auch mit der GameStar, ist ja auch möglich. Er ist ja auch Münchner da unten. Und ich kriege jedes Jahr, so auch dieses Jahr, die Antwort, nein. Dieses Jahr habe ich sie nicht auf Film gebannt. Im Gegenteil, sehr wenig auf Film gebannt, aber ich habe es versucht. Ich bin ihm sozusagen nachgestalkt und okay, vielleicht kriege ich auch deshalb jetzt mittlerweile immer ein Nein. Aber ich muss auch sagen, der Tommy, vielen Dank an dich. Ich habe es liebevoll die Tommy-Con genannt, denn der Kerl hat tatsächlich einen kompletten Abschnitt im Programm nur für sich, weil er tatsächlich von einem Termin zum anderen springt. Ihr werdet es gleich sehen, ein Vortrag mit dem Herrn Professor Simek. Dann ist er auf der Bühne und singt. Dann macht er natürlich seine Lesung und unterschreibt auf Büchern. Vielen Dank, dass du dir dafür die Zeit genommen hast. Darf ich dir mein Handy in die Hand geben? Und dann nimmt der Boomfilm auf und dann moderiert er einen Wettbewerb. Und also, verständlich. Trotzdem danke für 2, 3 nette Worte. Und ich hoffe nach wie vor, denn wenn ich aufgeben würde, dann wäre das ja kein echter, wahrer Held. Ne? Alles das kannst du sein, kannst du schaffen, ganz allein. Ganz egal, was du nicht hast, was du mit dir trägst, das hast. Schalt die Kitzel ab und zu, was du tun musst, weißt du. Nur wenn ich aufgebe, wenn er fällt, bist ein echter, wahrer Held. Tschüss für heute. ESC, also es war der ESC vorher. Stimmt. Aber heute ist ja auch der letzte Spieltag der Bundesliga. Und der letzte Spieltag der Bundesliga? Wir haben uns vorbereitet. Ja. Wie fandest du es so? Es war. Ja, soll niemand behaupten, dass wir die anderen Themen auch anschneiden. ESC und Bundesliga, mehr gibt es jetzt nicht. Okay. So. Ja, es war mir ein Fest. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich danke dir. Es war wirklich sehr spaßig diesmal. Es war mir ein Ehre, mit dir zu spielen. Gemeinsam. Oh, danke schön. Ja, hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Und es gäbe mit Sicherheit noch so viel mehr zu sehen und zu bereden und zu zeigen. Und das ist dann doch wieder nur ein Con-Video. Von daher, wenn ihr einen Eindruck davon haben wollt, hoffe ich, habt ihr einen kleinen bekommen. Ansonsten gibt es ja noch die Con-Videos von den letzten Jahren, die ich gerne auch nochmal verlinke.
Und mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, die Zeit ist irgendwie dann doch sehr, sehr schnell rum und man sitzt wieder im Zug zurück. Aber ich hatte auf jeden Fall Spaß. Vielen Dank an alle, die mich kurz angehalten haben für ein Foto oder für ein Handshake oder einfach nur gesagt haben, ich finde es gut, was du machst. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank an meine Mitspieler am Tisch und an den Julian, der mich begleitet hat. Und ja, wahrscheinlich bis zur nächsten RPC. Ansonsten zumindest bis zum nächsten Video. Bis dahin.